Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wie ihr seht, wir haben nur 3 Talente. Das heißt, wir versuchen nochmal die Adept Challenge mit Kate. Weil das hat beim ersten Mal ja nicht so gut funktioniert. Dann müssen wir nochmal ran. Und ihr seht auch schon, hier leuchten so ganz viele Sachen. Das hat mit ihrem Talent Gelegenheit nutzen zu tun. Das heißt, ich sehe alle Sprungmöglichkeiten. Ist da gerade irgendwas vorbeigekommen? Okay, er jagt schon. Wer auch immer es ist. Oh. Nein, kein Bubba. Okay, egal. Zweites Talent von Kate heißt Tanz mit mir. Wenn ich schnell über irgendwas, über irgendetwas überspringe oder schnell aus dem Schrank gehe, hinterlasse ich für ein paar Sekunden keine Kratzspuren. Und Wildpferd, wenn der Killer mich trägt und ich wiggle, dann lässt ihn das Meer schwanken. Und ich glaube, er sieht in einem gewissen Radius die Haken nicht hervorgehoben. Genau. Das sind die Talente von Kate. Wir spielen, glaube ich, gegen den Boba. Und wir versuchen zu entkommen. Sind die oben? Hatte nämlich die ganze Zeit Herzschlag. Vielleicht nicht so clever, den Generator zu machen. Oh. Weil dann alle Generatoren auf einer Seite gemacht sind. Ich dachte, er campt. Ist ein bisschen schwierig, dass die gelben Auren die roten überdecken. Okay. Tschüss. Dann keine Heilung. Ruin. Ich hoffe, die eine ist am Generator. Achso, der ist ja gerade angegangen, ne? Kein Ruin mehr. Doch. Wir haben doch noch das Ruinzeichen. Bleib mal sitzen hier. Bei Boba hilft es tatsächlich manchmal enge Kurven zu laufen, weil er sich dann gern mal versägt. Hier stehen, ganz unauffällig. Der Arme. Zum zweiten Mal am Haken. Oh.
Und nur noch ein Generator. Ich habe Hoffnung. Sollte man aber, glaube ich, nicht haben. Zumal wir immer noch irgendwo Ruinen haben. Oben der Generator war doch an, oder? Jetzt geht diese Suche wieder los. Totems? Offene Türen. Ich glaube, man kann auf der Map auch so nach geschlossenen Türen gucken. Hat man manchmal Glück? Finde den Generator. Das hat eigentlich ein Vierer-Gen. Wir könnten den mega schnell durchdrücken. Aber vielleicht geht auch gleich irgendwo anders ein Generator an. Das wäre natürlich optimal. Dann müssen wir nur noch irgendwie sicher rauskommen. Noch höre ich nichts. Ein Herzschlag. Hälfte ist fertig. Es kommt jemand zur Unterstützung. Ich beweise dich. Schade. Wenn es Adrenalin hatte, haben wir ihr das geraubt. Kommt auch noch in den Keller, kann das sein? Er lief so. Ja. Herzschlag bleibt konstant. Oh nein. Er kämmt sie weg und das, was sie. Sie lässt sich halt direkt sterben. Jetzt ist die Frage. Welcher Ausgang ist offen? Nee. Oder? Was machen wir? Schaffen wir. Er ist zum anderen Ausgang gegangen. Ja! Schön mit Ö. Wir haben es geschafft. Wer jetzt noch stirbt, ist selber schuld. Der Ausgang ist offen. Wir haben die Adept Challenge mit Kate geschafft. Ich sollte nicht singen. Im zweiten Anlauf hat es aber endlich geklappt. Das heißt, wir können Kate von unserer Liste streichen. Und diese Woche lief es mit den Challenges viel besser. In der nächsten Woche gucken wir uns auf jeden Fall Cheryl an. Die fehlt noch in der zweiten Runde. Vielleicht schaffen wir es mit ihr dann auch. Ich weiß, bei Cheryl war es beim letzten Versuch recht knapp. Ich glaube, da hatten wir einen campenden Killer. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Sind sehr gut durchgekommen.
Ja, er hatte Undying und Ruin. Deswegen war Ruin noch da. Barbecue. Wiegenlied der Jägerin habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Aber ich glaube, das lag daran, dass niemand von uns Skillchecks verkackt hat. Oder? Ich weiß es nicht. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie immer, es freut mich. Und wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge Dead by Daylight wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.